So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Uranium. Ach ja, dieses Wort kann man so wunderschön sagen. Pokémon. Gut, wir sind hier auf Route 1 und wir nehmen diesen Pokéball hier oben mit. Alles klar, ich habe einen Trank gefunden. Einen Trank kann man auch finden, wenn man zurückgeht in sein Zimmer an den PC. Dort findet man in den Items auch noch einen Trank, den man mitnehmen kann. Und wir müssen natürlich gegen stupide Trainer kämpfen, die einfach hier in der Gegend rumstehen und warten, bis wir an ihnen vorbeilaufen. Ach ja, das Trainerleben, das muss wunderschön sein. Gut, legen wir los. Ja, ich bin der neue Trainer. Also, starten wir durch, wir zwei. Zeig mal, was deine Pokémon können. Oh. Outen? Ich habe ein Kätzchen und du hast eine Vogel, Katze, was weiß ich. Irgendein Viech. Ich mach dich tot. Oder du machst mich tot. Alter, hier, mein Kitty bekommt ganz schön auf die Backen. Wir senken mal den Angriff mit einem kleinen Growl. Alles klar, hat funktioniert. Vielleicht machen wir noch einen. Wollen wir es riskieren? Ich versuch's. Alles klar. Und der Angriff hier, der sinkt nochmal. Ja, heulen ist immer gut. Immer wenn es nicht weitergeht, heul rum. Alter, der gibt mir aber wirklich verdammt gut. Ich glaube, ich nehme einen Trank. Allgemein habe ich gelesen, dieses Spiel hier soll ziemlich schwierig sein. Yo, Trank. Und ich bin wieder frisch. Okay, man merkt schon, das Senken des Angriffs hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ey, haut mir noch eine rein. Unfair. Outen ist unfair. Die Katze ist eine Mischung aus Pflanze und Stahl. Finde ich sehr interessant, die beiden Elemente zusammen. Komm schon, komm schon. Der Todesstoß. Sieg. Kitty hat gewonnen. Und wir sind Level 6. Ja, viele haben geschrieben, nimm doch das Feuer-Pokémon. Nimm doch das Feuer-Pokémon, aber... Nö, ich finde Pflanze eigentlich ganz cool. Pflanze war schon immer der Underdog. Bisasam eben, ne? Niemand wollte ihn nehmen. Aber die, die ihn genommen haben, die waren cool. Ich war einer von den Chlora-Kids. Clomanda war der Shit. Beeren mitnehmen. Zwei Beeren. Okay, wir nehmen die Beeren hier mal mit. Ja, ich werde versuchen, so ein bisschen auf eure Wünsche einzugehen. Viele haben geschrieben, hey, kannst du das Spiel nicht Vollbild machen? Das geht leider nicht, aber in der Folge, man wird es sehen, habe ich schon mal ein bisschen daran gearbeitet, das Bild größer zu machen. So, marschieren wir mal nach oben. Oh nein, der Nächste. Die Nächste. Wilde Trainer. Wie ich sie liebe. Oh hey, Kiesmon. Alles klar, was hast du so, Schulkind? Level 5, wie süß. Growl. Oh, ein niedliches Miau. Trotzdem macht er wahrscheinlich immer noch ganz gut Damage. Yep. Der macht immer noch ganz gut Damage. Bam! Dem Backenhörnchen auf die Backe geben. Ah, wir stecken noch einen weg. Wir growlen. Also man merkt schon, diese Version von Pokémon, die wird fucking schwer. So. Ich brauche mehr Tränke. Viel mehr Tränke. Zieh ihn ja rein, Kitty. Ja, wir kratzen. Komm schon, du schaffst das. Das ist nur ein Chin-Pokémon. Ein Chin-Monk ist nicht stark. Ja, jetzt kriegen wir ihn hin. Der Anfang war schon immer so ein bisschen schwierig in Pokémon. Im Vergleich natürlich. Allgemein fand ich die Pokémon-Spiele nie wirklich jetzt so schwierig.
Aber der Anfang kann ein bisschen ledrig sein. Besonders, wenn man Bisasam spielt. Und der Todesstoß. Ja, wir switchen auf jeden Fall. Du bist dran, kleiner Chin. Oh, ein Burby. Ein Burby Level 4. Machen wir erstmal den taktischen Growl. Wir heulen es an. Und es bekommt Angst. 5. Ja, lecko mio. Ob wir das gewinnen können? Das können wir nicht gewinnen. Das können wir absolut nicht gewinnen. Tackle! Komm schon. Nope, der Kleine ist weg. Der Kleine ist weg. Du musst ran. Du musst ran, Kumpel. Jeder Kampf ist hier wirklich ein Kampf. Der Kratzer des Todes. Alles klar, wir überstehen das und Todesstoß. Burby down. Naja, wenigstens 200 Poké-Dollar. Okay, hier drüben ist eine Hütte. Kann ich hier heilen? Entschuldigen Sie, meine Pokémon sind stark verletzt. Sie bluten. Hilfe. Hilfe. Okay, ich muss den Trainer besiegen. Toll, die Kleine freut sich, hier leben zu dürfen. Kann ich einen Schluck Kaffee haben? Ich brauche Kaffee für die Pokémon. Ohne Kaffee überleben die kleinen Scheiße nicht. Tja, dann müssen wir wohl zu Omi. Obwohl, die scheint ja nur meine Tante zu sein. Ich nenne dich trotzdem Omi. Omi Tata. Das ist eine Mischung aus Oma und Tante. Und auf Polnisch bedeutet es Vater, weil ich keinen Vater mehr habe und meine Mutter verloren ist. Niemand weiß, wo meine Mutter ist. Mein Leben ist hart. Deswegen wurde ich Pokémon-Trainer. Was für eine traurige Geschichte. Also, mir geht's nicht gut, Omi, Tata. Aber meine Pokémons wurden geheilt. Ich sag immer noch Pokémons. Das ist so ein Ding aus der Jugend. Früher wusste man sowas nicht. Hey, ich habe Pokémon gespielt, als es rauskam, ja, mit Rot und Blau. Und ich hatte nur Rot. Damals durfte man nur eine Version haben. Entweder Rot oder Blau. Meine Schwester hatte Blau. Und dann haben wir immer gespielt und alle 3 Tage gab es einen Kampf. Deswegen verzeiht mir, wenn ich ab und zu Pokémons sag. Das sind so Laster aus der Jugend. Gib mir den Ball. Ein Gegengift und ein Fight. Natürlich ein Chin. Ein Chinmunk. Aber vielleicht werde ich durch den kleinen Racker hier Level 7. Wir finden es raus. Klonk. Was auch ziemlich cool ist, da oben sieht man so ein Bällchen. Bedeutet, hast du schon gefangen. Klonk. Besonders die letzte Stufe von der Katze sieht extrem geil aus. Ich will euch nicht spoilern, aber das wird nice. Das wird mega nice. Er hier nur am Heulen. Geh doch zu deiner Mama. Er kann keine anderen Sachen einsetzen. Ist noch ein Baby. Und ich wurde Level 7. Na also, läuft doch. So muss das sein, oder? Ja, direkt hier mal Level 7. Ich glaube, mit Level 26 entwickeln wir uns, Kumpel. Oh, okay. Jetzt fühlt es sich an wie ein richtiges Pokémon-Spiel. 2 Meter gehen und schon Gegner. Egal, wir hauen sie alle weg. Boom. Denn wir müssen eh leveln. Ich wette, den ersten Arena, den packe ich mit den 2 nicht.
Oh, nice. Wir können Leben klauen. Hier wird getackelt. Ist aber schon mal gut. Die Fähigkeit liebe ich. Leben klauen ist immer nice. Medizin. Und hier. Chinmunk. Natürlich. Das ist eine Chinmunk-Gegend. Der kleine putzige Racker. Ich klaue dir ein bisschen Leben, ja? Hier ein bisschen Krebs. Und ich bekomme Lebensenergie. Und schon bin ich frisch. Eine tolle Sache, oder? Level 3. Und hier, zack, wieder frisch. Raus damit. Ach ja, insgesamt gibt es 150 neue Pokémon. Ich habe mir noch keine Entwicklung angesehen, aber ich habe noch mal ein bisschen über das Spiel gelesen und habe nur die drei Starter-Pokémon halt gesehen, wie die sich dann entwickeln. Und ich bin doch ganz froh hier mit meiner kleinen Kitty. Klar, auch der Feuerhund, der sieht schon geil aus. Der sieht wirklich geil aus. Aber ich wette, den nehmen die meisten. Und die Wasservariante, ja, kann man sich geben. Aber Hund und Katze sind unschlagbar, was Design angeht. Also mir persönlich gefallen die. Und die nächste Runde. Oh! Was bist denn du? Ein Insekt. Ja, ich glaube, dich werde ich fangen. Ich werde dich kratzen und dann werde ich dich fangen. Ein Critical Hit. Nicht besonders effektiv. Okay, okay, okay. Er versucht uns mit Flirtattacken zu schmeicheln. Aber wir reagieren mit... Nein, 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 nicht damit. Mit einem Ball. Klar, wir fangen alles, was geht. Komm schon, komm schon. Was? What the? No way. Echt jetzt? Okay, ich crawl ihn einmal an. Das kann was bringen. Ich habe nicht so viele Bälle. Was hat er eben gerade gemacht? Gewiggelt? Hat er mich da eben gerade angewiggelt? Okay, der nächste Ball. Komm schon, Level 3. Also das muss man ja wohl fangen können. Komm, 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 komm. Yes! Ein Kappbug. Love Bug Pokémon. Er kann nur kuscheln. Moin, du hier. Dann lass mal die Bälle schwingen. Insektenjäger. Ach, der hat so einen von denen. Alright, ich dachte mir das. Ich dachte mir das, dass der so einen hat. Wir crawlen. Miau. Miau. Schwach, Alter. Mega schwach. Deswegen nimm mal einen Scratch. Ah, der steckt aber auch gut was weg, der Kollege hier. 20. Critical. Ja, gegen Stahl ist das nicht effektiv, weil sich einige schon gewundert haben. Hä? Tackle? Gegen einen Pflanzen-Pokémon? Wieso sollte das nicht effektiv sein? Der ist halt auch noch Stahl, ne? Ach ja, noch eine wichtige Frage von vielen da draußen. Bin ich Level Up? Nein, wirst du Mond oder Sonne Let's Playen? Und ich werde das jetzt ganz schnell hier beantworten. Ja, werde ich. Ich habe mir schon vor 3 Wochen einen New Nintendo DS XL, Gott, die Dinger werden immer länger vom Namen, bestellt.
Zum Aufnehmen natürlich. Also in Japan bestellt ein Gerät zum Aufnehmen. Und ich werde wahrscheinlich Sonne nehmen. Ich habe irgendwie Bock auf Sonne. Ich bin so ein feuriger Typ, deswegen Sonne. Ich wette, die meisten nehmen Mond. Aber ich bin der Sonnentyp. Komm schon. So, jetzt bekommen wir hier Lebensenergie. Na, wie viel bekommen wir dazu? 2. 2 ist gut. 2 ist gar nicht mal so verkehrt. Jetzt noch einen kleinen Heuler hinterher. Na, der macht nur noch einen Damage. So. Also nach dem Fight bin ich definitiv auch Level 8. Also ja, ich werde mir Sonne holen. Hab mir schon den umgebauten Gameboy bestellt. Und ja, ich sage immer noch Gameboy. Den umgebauten DS. Und dann kann ich das Ganze aufnehmen. Mal sehen, wie ich das alles hinbekomme. Ich denke, es wird kein Problem sein. Und dann gibt es auch dazu ein Let's Play. Ich wollte schon vor einem Jahr eigentlich ein Pokémon-Let's Play machen. Nur leider hatte ich die Hardware nicht. Und ich habe ja schon gesagt, Emulatoren sind nicht so meins. Aber jetzt habe ich endlich ein Gerät zum Aufnehmen. Und das Geile ist am XL, dass man eben 16:9 aufnehmen kann. Und dann gibt es richtig schöne Vollbildaufnahmen. So, wir bekommen Max HP, Angriff, Verteidigung, Spezial, Speed. Die Katze ist voll auf Speed. Und ja, sauber Level 8 geworden. Das war fesselnd, ha? Huh? Was ein Kampf, du. Oh, da drüben sind ja noch mehr. Die sind echt die Seuche, oder? Antidot! Er hat mich gesehen! Oder auch nicht. Sollen wir den hier noch mitnehmen? Wir gehen erstmal hier hin. Ich komme vielleicht später zurück. Eine neue Stadt. Und hier gibt es eine Arena. Nicht wahr, Mann mit Glatze? Gut. Ab und zu sagen die Menschen unterschiedliche Dinge. Gute Arbeit. So, was geht hier? An den PC kann ich nicht ran. Würde ganz gerne meine Pokémon heilen. Na, Kumpel. Ja, die Alte hier redet immer nur über Kinder und er hier. Wieso keine Pokémon? Wir können doch Pokémon aufziehen. Nicht wahr, alter Mann? Du hast dein Leben in Pokémon gesteckt. Ich hab sie großgezogen. Mit meinen Nippeln gestillt. Da kam nie was raus. Nur einer hat überlebt. Meine kleine Maria. Bist du die kleine Maria? Moment, ich muss erst meine Viechers heilen. Hey. Hey, Kid. Ich hab kein Bike. Okay, wir brauchen Bike Wheel. Dann kann ein altes Bike reparieren und wir bekommen dann Bike umsonst, weil ich mir kein Bike leisten kann. Also ab und zu muss man auch ein bisschen mit den Leuten hier reden, um die wichtigen Infos zu bekommen. Leave me alone. Was ist hier los? Was ist das hier für ein Gebäude? Ein Laden. Welcome. Ich habe kein Geld. No money. On my bank, ho. Der hier sieht so aus, als könnte er mir was leihen. Hey, du, kannst du mir was leihen? Alter, du bist so witzig. Der Pikachu-Witz. Ich dreh durch. Was haben wir hier? Ein Blumenladen. Ein kleiner Blumenladen. Da kann ich bestimmt Berries. Ja, ich nehme die alle mit. Ich klau. Hier noch die anderen Bärchen, die nehme ich auch mit. Bärchen in mein Säckchen. Da kenne ich gar nichts. Hier du. Noch ein Berry. Eine neue Berry.
So, wo geht's hier lang? Nein, hier geht's schon auf die nächste Route. Alright, was haben wir hier Schönes? Ich muss meine Pokémon wieder frisch machen. Ja, bitte. Ich bitte darum. Dankeschön, Dankeschön. Danke, 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 danke schön. Okay, das ist noch nicht die Stadt, wo wir auf die erste Arena treffen. Nur so eine kleine Zwischenstation. Was aber gar nicht mal so dumm ist. Ja, hier, die kann man wahrscheinlich später mit... Waren es TM? Gott, ich habe alles vergessen. Oder war es VM? Ihr wisst, was ich meine, ne? Kann man die später zerstören. Gut, dann hole ich mir noch ganz schnell den kleinen Bengel da unten. Er soll meine Macht schmecken. Meine salzige Macht. Hey, yo! Schmecke sie! Ich renne nicht, sondern ich kämpfe! What the fuck? Fortok. Du bist ganz schön fett. Wir crawlen erstmal hier. Nice. Aber normalerweise müsste ich gewinnen. Der ist doch bestimmt Wasser. Okay, wirklich viel Damage macht der Kollege nicht. Und das zieht gut was ab und wir bekommen ordentlich Lebensenergie. Also im Grunde bekomme ich jetzt gar keinen Schaden, weil ich mindestens 2 Punkte wiederbekomme. Vielleicht sogar mehr, ich weiß es ja nicht. Take it! Bist du ein Frosch oder... Ich denke vom Namen her ein Frosch. Könnte aber auch so ein kleines Krokodil sein. Was ich letzten Endes für ein Team haben werde, weiß ich auch nicht, denn hier gibt es 150 neue Pokémon. Und ich habe keine Ahnung, wie die so sind und wie die so aussehen. Okay, können wir machen. Nummern tauschen, Pokepot. Klar, ist in Ordnung. Wieso nicht? Vielleicht irgendwann mal. Gut, dann gehen wir hoch auf Route 2. Ich mag die Musik. Neue Musik, extra für das Spiel gemacht und die ist gelungen. Allgemein merkt man richtig, hier in dem Spiel steckt sehr, sehr viel Liebe drin. Also einfach nur hingerotzt, haben die das auf keinen Fall. Let's do this! Und schon wieder hier, Burby. So. So ein Burby hätte ich ganz gerne. Könnt mir vorstellen, das wird später gut. Alles klar. Kratz ihm die Augen aus. Katze schlägt Vogel. Ob wir danach wieder Level Up sind? Man darf gespannt sein. Komm schon. Zwitscher ab, Junge. Nee, noch nicht. Komm, wir machen weiter. Level 6. Holy Macaroni. Was macht er hier? Er charged. Er ist voll am chargen, der Dude. Ey, der haut mich wahrscheinlich gleich mit einem Schlag weg, der Kollege. Vier. Ne, zwei. War nur zwei. Endlich. Endlich treffen wir hiermit.
Okay, 2 Damage, aber er geht voll auf Defense. Alles klar, wir gleichen es gerade aus. Hauen den hier raus. Läuft. Ach, hier ist Special Defense. Ja, gut. Jetzt habe ich ihn hier am Wickel. Und jetzt kloppe ich ihn weg. Komm schon. Todesstoß, Todesstoß. Nice. Level 9. Wenigstens komme ich hier mit dem Leveln gut voran. Rankenhieb. Da habe ich direkt den Rankenhieb gelernt. Schönes Ding. Gut, wie es weitergeht und ob wir in der nächsten Folge die erste Arena sehen, das bleibt abzuwarten. Wie immer, es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß, mal wieder Pokémon zu spielen. Wie immer, Bewertung nicht vergessen. So könnt ihr dieses Projekt hier am besten unterstützen, wenn ihr mehr sehen wollt. Und die erste Folge wurde ja wirklich phänomenal gut bewertet. Ich war total überrascht, dass so viele Leute dieses Spiel sehen möchten. Ja, also bewerten und beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke fürs Zusehen und tschüss!